So, jetzt können wir die Sachen abgeben. Bei ihm. Sprechen. Mach weiter so. Du wirst zum größten Problemlöser von Century City. Handeln. So, Gold. Dann Büro. Nochmal Büro. Aber man kann mehrmals geben. Okay. Vermögen, Bankkonto, Tag 2, Vitalität. Okay. Also man kann das immer abgeben, wenn ich das richtig verstehe, ja? Gut. Jetzt meine Frage. Kann ich, wo geht's eigentlich hier sonst noch lang? Tiefe Nacht. Genau, unten sieht man, unten am Bildschirmrand. Unten rechts, da kann man Leute einladen. Also kann man das auch mit anderen Freunden spielen. So, my question ist jetzt, wie kann ich denn eigentlich Tagebuch J, Inventar, Editor mit V? Kann ich... Ach krass, ich kann die Tür sogar umbauen, wenn ich wollen würde. Keller öffnen mit B? Ach, B ist bauen. Oder was? Stütze? Was? Rustikale Schubladen in Verwendung. Kategorie alle Behälter. Kühlschränke. Okay, können wir nicht. Soweit sind wir da, glaube ich, noch nicht hier. Zoomen. Greifen, interagieren. Editor verlassen. Wir wollen auf jeden Fall irgendwann mal ein Dings, ein Kühlschrank oder so. Das Tagebuch. Waffenriegel und ein Glas Wodka müssen wir ja auch noch finden, ne? Stehe ich gerade fest. Da müssen wir mal schauen. Mikrochip. Okay. Halskette, sehr nice. Durch Näherung an ihm aktiviert. Wir wissen noch nicht, wie man Minen legt, ne? Versteckter, unnatürlicher. In der Wand, der war echt fies. So, Ausländer unnatürlicher. Ausladender unnatürlicher. Der hat geschossen, immer so drei Bälle. Der war echt fies. Der kam ja bei dem Fahrstuhl, ne? Ach, da unten mit Alt. Jetzt sehe ich, dass unten links in der Ecke steht. Alt kann man seine Mine legen. Okay, gut. So, dann würde ich sagen, ich kann mich nicht schlafen legen, ohne den Bonsai zu gießen. Ah ja. Nein. Aber wir können Sachen ablegen gerade, ne? Das zu Hause lassen. Das können wir auch verkaufen. Aber ich glaube, das kauft er, glaube ich, nicht an. Ne? Ich probiere es nochmal. Warte mal. Nein. Ich will handeln. Kauft er das an? Nein. Okay, der kauft also wirklich nur die Sachen an, die er wirklich haben möchte. Okay. Also nur gewisse Dinge. Kann ich denn nochmal in die Stadt gehen? Das geht also. Wenn ich wollen würde, könnte ich nochmal in die Stadt... Würde ich das mal wieder hier reinlegen. Wir müssen unbedingt Munition sammeln, ne? Den Bonsai gießen. Das heißt, wir brauchen ja Blut, ne? Warte mal, kann ich... Haben die Dinger denn Blut? Hier diese Teile? Ja, nein, 25. Ah, das wird nur 50 geben. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Herzen sammeln. Das heißt, ich gehe nochmal auf eine Runde. Ich würde nochmal auf eine Runde gehen. So. Let's go. Also ich muss sagen, es macht echt Spaß. Es ist richtig witzig. Ich bin gespannt, wenn man seine Wohnung ausbaut, seine Hütte ausbaut, was da so alles möglich ist. Also wir haben einiges auch an Geld, ne? Aber Geld ist nicht alles. Wir müssen auch Blut und so haben. Ich weiß, wir haben oben nicht volles Leben. Trotzdem würde ich es mal riskieren, in die Runde reinzugehen. Und dann schauen wir mal. Aber schon, also ich muss sagen, das werde ich, glaube ich, im Stream spielen. Das werde ich im Stream spielen und dann mit diesen Twitch-Integration aktivieren. Dass die Leute das auch erschweren können. Das ist bestimmt ganz witzig.
Mal gucken. Wahrscheinlich, wenn das rauskommt, die Folge hier, dann wird es wahrscheinlich schon längst gelaufen sein im Stream. Vielleicht aber auch nicht. Weiß ich nicht. Mal gucken. Weil ich ja aktuell noch, also Stand jetzt, aktuell, 12.11. aktuell haben wir, noch mit Metro Exodus beschäftigt bin im Stream und mit Phobia Sand Definion Hotel, das Horror-Game. Aber ich denke, dass wir das auf jeden Fall in naher Zukunft mal sehen werden im Stream, vielleicht auch regelmäßiger, mal gucken. So. Aber jetzt erstmal. Sind wir auch ein Monster? Frage ich mich jetzt gerade, weil wir es die ganze Zeit immer sehen. Fahrstuhl nach unten ist auf jeden Fall schneller wie der Fahrstuhl nach oben. So. Snake Side. Also. Wo ist meine Waffe? Ich habe meine Waffe gar nicht ausgerüstet. Doch. Schon sagen. So, wir brauchen den Schokoriegel und Wodka, ne? Schokoriegel und Wodka, Büroartikel. Oder so ein Knusperriegel. Soll ich den herbekommen? Und wir brauchen Herzen. Da läuft wieder ein Vieh. Das Vieh hin. Braucht für den Bonsai. Gib mir deine Herzen. Gib mir dein Herz. Nein. Wow. Give me your heart. So. Aber woran erkenne ich denn, zu welchem Fahrstuhl ich muss? Das heißt, ich muss es einfach ausprobieren. Okay, sollte auf jeden Fall so, ich sag mal, die letzten 5 Minuten dazu nutzen, den Fahrstuhl zu suchen. Gut, dann hatten plus 4. Ja, ist jetzt nicht so viel. Definitiv zusehen, dass ich die letzte Zeit dafür nutze, um halt, wie gesagt, den Fahrstuhl zu finden. Oh Gott, das mit dem Laufen muss ich erstmal üben. So, wir brauchen auch noch Bluteinheiten für den Bonsai. Barium? Lol. Gibt's hier irgendwo einen Einkaufsladen oder so? Mittelpark. Grapeville-Komplex. Da können wir mal hin. Das ist hier drüben. Was ist denn das? Ist das ein Bürogebäude? Das sieht aus wie ein Bürogebäude. Foto. Können wir da ein Foto machen? Oh, wie gemein. Man kann da drin stehen. Das ist ja hart abfuck. Okay, ich guck gerade, ob wir irgendwo Chain Hospital. Gibt es irgendwo einen Einkaufsladen? Snake Side? Da unten ist ein Theater. Hier unten ist irgendwas mit Waffe. Das richtig sehe. Da unten ist irgendwas mit Essen. Da unten. Kann ich mir einen Marker machen? Nein, kann ich nicht. Das ist also nach unten und dann. Nee. Versuch da mal hinzukommen. Ich glaube, wenn man den hinten trifft, dann. Oh. Wir haben keine Kugeln mehr, ne? Merke ich gerade. Wir haben keine Kugeln mehr. Wir müssen Kugeln sammeln. Holy shit. Okay, wir müssen auf jeden Fall zum hier so ein Park. Vielleicht sind hier ein paar Kugeln drin. Da ist ein Baum mit Kugeln. Oh, Gott sei Dank. Nachladen. Okay, das muss man auch ein bisschen im Auge behalten. So, Kugeln nehmen wir mit. Gott sei Dank, dass Kugeln an Bäume wachsen. Huah! Huah! Wo ist er? Oh, gib mir dein Blut. Gib mir verdammt nochmal dein Blut. Mülleimer kann ich durchsuchen. Wie gemein, ne? Er haut einfach ab. Okay, Mülleimer durchsuchen. Kommt er wieder? Er kommt natürlich dann wieder, wenn man hier am Durchsuchen ist. Natürlich. Verwenden. Wo ist
sind wir denn jetzt? Ich muss mal eben kurz gucken. Wir sind da unten. Wollte eigentlich nach links. Uah. Eigentlich nach links wollte ich. Da wollte ich hin, zum Diner, genau. Da gibt es hier so keksmäßig irgendwas. Hier rüber hüpfen. Ist hier irgendwas zum Looten? Irgendwo. Mist, hier ist gar nichts. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Geldautomat entnehmen. Ah, Mist. Mülleimer. Schauen wir mal. Was war die gelbe Anzeige? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die gelbe Anzeige war. Verwenden. Hier ist, glaube ich, ein Kino. Fahrstuhl bereit. Okay, da hinten. So, West Humble. Hier müsste quasi das Kino sein oder das Theater, was wir gesehen haben auf der Karte. War noch nie jemand. Was? War da? Verborgene Falafel. Aber man kann die Sitzgelegenheiten durchsuchen. Ist ja witzig. Verdorbener Burrito. Lecker. Törtchen und Falafel. 130 Gesundheit. Essen wir direkt. So. Nächste Fahrschule ist da. Wie gesagt, ich sag mal so, über 5 Minuten würde ich vielleicht losdüsen. Wir haben immer noch keine Waffel oder so ein Wodka gefunden, ne? Die findet man, also ist wahrscheinlich sehr rar, das Teil. Wir brauchen dann noch ein bisschen Blut. Und jetzt die Kakerlake mitnehmen. Haben wir 14 schon. Einfach, weil wir es können. 16. Cola, Ausdauer 600. Weißt du, ob wir dadurch leveln oder so? Keine Ahnung, was das Gelbe ist. Ich muss nochmal nachlesen, was das Gelbe ist. Gesundheit. Da ist nichts drin. Da ist Geld. Nehmen wir mit. So, gleich fangen die 5 Minuten an. Ist eine schöne Zeit übrigens. Also so generell. Ich glaube, was waren es gewesen? Waren es 20 Minuten? Oder waren es 15 Minuten, die man hat, glaube ich, hier zur Verfügung? Machen wir hier die Sitzgelegenheiten noch. Noch mehr Kakerlaken, Alter. Kakerlaken erstmal in die Hosentasche stecken. Wie ekelhaft. Ekelhaft. So. 5 Minuten, sagst du? Wir gehen jetzt quasi hoch und die Straße nach rechts. Und dann gehen wir hier hin. Da unten rechts zum Torquetum Yard. Torquetum Yard. Vielleicht immer noch ein bisschen Blut unterwegs mit. Schauen wir mal. Wenn wir schon einmal hier sind. Und ein Pilz. Vitalität, Belastbarkeit plus 5. Ich muss weg. Ciao. Bin weg. Tschüss. Läuft bestimmt der eine gleich rum. Wetten? Der kommt gleich wieder. Da ist der Fahrstuhl, den wir brauchen. Heißt, wir könnten theoretischerweise hier noch ein bisschen looten. Oder waren wir hier schon? Sieht nicht so aus. Oh, Geld. Was ist das? Tentakel. Kugelgeschwindigkeit minus 5, Reichweite plus 7. Ich weiß nicht, ob es Upgrades sind für die Waffe. Klein Schlingel, ne? Die sind immer genau dann rum, wenn man es, Also verstehe ich das richtig? Die Fahrstühle tauchen auf, ja? Zwischendurch. Also die sind nicht von vornherein da, sondern sind völlig random. Das heißt, man kriegt zufällig Fahrschüler angezeigt, wo man hin kann, ja? Wo die Ausgänge dann sind. Oh, Waffen. Oh, Waffelriegel. Oh, warte mal. Da muss ich jetzt... Da lasse ich jetzt ganz ehrlich die Mine liegen. Das ist ein Questgegenstand. Den nehmen wir mit. Sehr nice. Glas Wodka. Oh Gott, was lege ich denn jetzt ab? 100 Bluteinheiten, 50 Bluteinheiten, 50 Bluteinheiten. 25 Bluteinheiten, fauliges Herz. Winziges Herz, warte, ganz ehrlich. Die bringen jetzt 4, ne? Dann nehme ich, glaube ich, lieber das Herz mit, anstatt die Kakerlaken und den Wodka.
Weil dann haben wir eigentlich alle Questgegenstände. Sehr nice. Cool. Dann haben wir die Quest abgeschlossen. Geil. Dann würde ich sagen, rufen wir mal... Kakerlaken kann man natürlich auch mitnehmen. Rufe ich mal den Fahrstuhl. Natürlich kommt hier jemand, ne? Hier kommt bestimmt jemand. Kommt er hier rein? Wie gut das einfach ist. Weiß, habe ich jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet, wie lange wir... Uff, der schießt durchs Fenster, der Drecksack. Wie lange der Fahrstuhl braucht, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Tschüss. Puh, okay. Habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Sehr, sehr schön. Haben wir alles das bekommen, was wir eigentlich wollten für die Quest. Wir haben den Waffelriegel und den Wodka. Sehr nice. So, mein Freund. Hallo. Was möchtest du? Bauteile, Gold und Büroartikel. Habe ich alles nicht. Wie gebe ich denn jetzt die Sachen ab mit dem... Hier. Urlaubsstimmung. Wo muss ich denn da hin für die Sachen? Muss ich den irgendwo treffen? Warte mal. Urlaubsstimmung, Akt 1. Ein geheimnisvollen Termin? Ja, darauf warten wir ja aktuell. Aber meine Frage ist jetzt, hatte er gesagt, wir müssen ihn treffen? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Warte mal, Missionen... Archivierte Missionen. Stallion. Aufenthaltsort. La Citadella. Ah ja, doch, stimmt. Alkoholiker. Den müssen wir noch treffen. Heißt also, wir müssen mit den Brocken zu ihm noch. Und die abgeben. Heißt also, ich würde mal in die Schublade unser Geld packen. Die Herzen da rein. Vermittlung nehme ich raus. Und die, genau, Munition behalte ich. Das ist ja Questgegenstand. Das Geld, ne, haben wir noch irgendwo anders Platz? Ist jetzt Telefon abheben. Es ruft gerade niemand an. Ja, wer soll doch anrufen? Ausruhen, abhalten. Traditionelles Waschbecken. Klamotten waschen, Neonlicht ausschalten, sprechen. Vergiss es. Heißt also, ich würde die Vermittlung einfach entsorgen. Das Herz nehme ich jetzt erst nochmal mit. In die Runde. Wir können da schnell rein, schnell raus. Und, dann gehen wir eben schnell die Sachen ab. Citadella war er, ne? Ich guck nochmal eben schnell. Er war. Wo war das jetzt? Letzter Aufenthaltsort. La Citadella. Da müssen wir hin. Können wir jetzt auf die Karte gucken? Ja, La Citadella ist wo? Da. Ach du Heiliger. Okay, hier sind auch die Ausgänge. Man sieht auch hier die Ausgänge drauf. Da ist ein Ausgang. Okay, hier unten sind gar keine Ausgänge. Erst hier ab hier sind 3. 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ausgänge gibt's. Bank, Kirche, Online-Shop, Schneiderei, Möbelladen, Kunstladen, Baumarkt, Kleinkabiler, Waffenladen. Ach, Waffenläden gibt's auch. Ach, krass. Also sollte man vielleicht unterwegs auch ein bisschen Geld bei haben? Kann man unterwegs was kaufen? Wahrscheinlich kann man unterwegs Dinge kaufen, oder? Wollte ich vielleicht doch ein bisschen was mitnehmen? Kann ich das irgendwie aufteilen? Aufteilen. Nein. Kann ich was eingeben? 500. Fahrstuhl. Ich nehme mal 500 mit. Vielleicht schaffen wir es ja, zum Waffenladen zu kommen. Aber wir haben jetzt ein bisschen Credits gesammelt. So, wieder mit dem Fahrstuhl runter. Ab in die Stadt. So, wo sind wir? Wir sind da. Oh, ist ja supi. Wir sind genau bei La Citadella. Das heißt, der Typ muss hier irgendwo sein. Oder zumindest war es sein letzter Aufenthaltsort, ne?
Zitadella, okay. Heißt also, ich suche jetzt erstmal gar nichts, sondern versuche jetzt einfach mal den Typen zu finden. In der Hoffnung, dass ich den irgendwo finde. Ist er schon mal nicht. Weiß halt nicht, ob der einfach irgendwo auf der Straße steht. Oder ob der irgendwo im Gebäude ist. Weiß Musik. Immer noch La Zitta. Ist das hier oben auch noch La Zitadella? Ja, hier oben, aber nicht über die Straße. Über die Straße wieder. Genau das, okay. Ben True Boulevard. Heißt für uns, wir müssen uns hier unten irgendwo bewegen. Zu gucken, ob wir ihn irgendwo hier finden. Kann das sein, dass der gelbe Balken, glaube ich, irgendwie sowas wie Müdigkeit... Okay, hier ist schon wieder ein anderer Bereich. Also ist es nur dieser Bereich hier, okay. Dass es die Müdigkeit ist, der gelbe Bereich? Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, was für Arme haben wir, ne? Hör jemanden? Hicken? Ja, ich glaube, der ist hier drin. Komm ich hier rein? Irgendwo ein Eingang? Ist der hier drin? Ist der hier? Nein, doch. Der. Ich höre den Hicken die ganze Zeit so. Hick. Dass der. Nicht, dass der irgendwo hier rumläuft. Nochmal hinhören. Jetzt ist er links zu hören. Jetzt wieder rechts. Oder ist er hier in der Wohnung? Probier mein Glück. Da! Da ist er! Stellan! Nein, Mann! Ich bin heute nicht zur Schule! Wie spät ist es? So, hier dein Keks. Und dein Wodka. Schau an, du hast etwas mitgebracht. Traditionelle Tapete. Der Gegenstand wird in einen Tag geliefert. Auf die Freundschaft. Zu Hause gewartet, ein Geschenk auf die... Ach, krass. Hier bitte sehr. Du hast dir wirklich verdient. Oh, wir kriegen Geld. Ah, das ist ja cool. Heißt also, ich würde einmal zum Waffenladen. Der... Die Straße runter ist rechts. Was? Alter! Alter! Mann! Gott! Haben wir was zum Heilen? Irgendwas zum Essen hier, was ich dir mal klauen kann aus dem Kühlschrank? Die Heilung? Verwenden. Wenigstens etwas. So. Wir haben gesagt, die Straße runter, ne? Noch unbedingt Munition. Oh, fuck. Ich sammle mal Munition und dann gehen wir zum Waffenladen. Wir haben ja die Zeit. Fahrstuhl ist da. Ich habe immer erst gedacht, dass ein Spieler, die da die den Fahrstuhl quasi schon rufen. Aber die Fahrstühle kommen automatisch. So, Waffenladen. Einmal auf die Karte gucken. Wir sind da. Der ist hier an der Ecke. Hier ist der Waffenladen. Geldautomat. Entnehmen. Okay. Der Waffenautomat ist leer.
So, hallo. Hier ist aber keiner. Waffenladen. Heißt also, ich kann dir nichts kaufen. Oh mein Gott, nein. Oder wurde er erschossen? Ich weiß es nicht. Da unten ist eine Kirche. Was ist das denn da unten für ein Symbol? Ach, ein Möbelladen ist das da unten. Alter! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich mal los. Ich habe nicht mehr viel Leben. Uff. Jetzt muss ich aber zu meinem Ausgang. Definitiv. Der wo ist? Hier zwischendurch hoch, okay. Muss ich hier rein? Der saß hier am Tisch. Man sieht ihn also nicht. Man sieht ihn hier durchs Fenster, kann man ihn sehen. Das ist ja witzig. War der Fahrstuhl. Die Kugel nehme ich noch mit. So, wo ist der Fahrstuhl jetzt? Der ist hier hoch. Okay. Ne, ich verlasse jetzt das Gebäude, die Map, weil, ganz ehrlich. Da ist der Fahrstuhl. Bin gespannt, was noch so alles kommt. Haben wir noch irgendwas zum Looten? Ja, komm. Zeit haben wir ja noch ein bisschen. Wenn wir schon einmal hier sind im Raum, nehme ich noch ein bisschen was mit, was wir haben. Kann heute als Trödel verkauft werden. Ach, das steht auch da. Ach, das ist ja cool. Das habe ich gar nicht gelesen. Guck mal an. Oh nein. Ah, er steht am Fenster. Er kommt nicht rein. Gut. Pfannkuchen. Verwenden. Wie viel Leben kriegen wir dafür? Oh ja, ordentlich. Fast Hälfte wieder. Alter! Ich rufe den Fahrstuhl. Man kann hier echt schnell sterben, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Was passiert eigentlich, wenn man den Fahrstuhl so lange warten lässt? Wenn man den gerufen hat, ist der weg. Fragen über Fragen. Oh, Granate. Leck mich fett. Keine verfügbaren Gegenstände? Ich will die Granate ausrüsten. Ja, ich komme. Komme. Puh. So gerade eben. So, sehr schön. Vermögendifferenz, Vermögen. Okay, wir sind schon echt vermögend. Muss man sagen. So. Zurückkehren. Bing. Dann nach oben. So, heißt also, wir können hier ein bisschen was verkaufen bei ihm. Und zwar den Nagel. Bringt 126 Credits. Sehr schön. Wir haben eine Handgranate. Können den Bonsai gießen. Kann ich das stacken? Ja, das geht. Okay. Durchschnittliches Herz. Fauliges, winziges Herz. Winziges Herz. Ah, verdorben. Sterblich, verdorben. Hier sollten wir vielleicht mal... hier gießen. Warte. Nein. Kann ich das Verdorben auch da gießen? Oder gibt es da kein Blut mehr? So, das waren schon beide. Moment. Dann nehme ich das auch noch. Alter, säuft denn dieser Baum? So, bestätigen. So, dieser Baum. Schublade, ne? Das ist die Schublade. Das heißt, ich packe mein Geld rein. Aber wir konnten nichts kaufen. Ich dachte vielleicht, wir könnten da irgendwas kaufen oder so. Aber dem war nicht so gewesen. So, Granate war ausgerüstet. Auf alt. Da können wir jetzt schlafen und uns ausruhen. Und dann, ja, der nächste Tag. Schlafen legen? Wer weiß, was der morgige Tag bringt. Ja, schlafen. Was zum Teufel ist hier los? Was ist das für ein Gesang? Was zum Teufel? Der Schlund.
Oh Mann! Hallo, kleiner Spatz! Wer bist du denn? Entschuldige, hab ich dich geweckt? Was machst du in meiner Wohnung? Du siehst dünn aus. Bist du genug? Ich habe gefragt, was machst du hier? Moment mal, ich bin gekommen, um dich davor zu bewahren, Fehler zu machen. Wovon redest du? Dieser blutsaugenden Pflanze zum Beispiel. Meinst du den Bonsai? Warum? Was weißt du darüber? Ich weiß nur, dass er deine Aufmerksamkeit nicht verdient. Du musst ihn loswerden, bevor es zu spät ist. Warum sollte ich? In ein paar Tagen wird er abgeholt. Das kann nicht warten. Du musst ihn jetzt loswerden. Tropfen Blut, der gibt, ist Verschwendung. Ich wäre verrückt, ihn jetzt abzugeben. Ich würde die Belohnung verlieren. Belohnung? Glaubst du, dass derjenige, der ihn zurückgelassen hat, ihn zurückholen wird? So stand es auf dem Zettel. Du wirst in die Irre geführt. Wie kannst du nur so naiv sein? Naiv? Ich? Wo verhältst du mich? Verschwinde aus dem Haus, jetzt! Was? Ich bin doch gerade erst gekommen. Wenn du nicht sofort verschwindest, wenn ich mich morgen an jemanden, der sich darum kümmert. Das wirst du nicht. Oh, das werde ich. Gute Nacht. Tag 3, Mittwoch. So, ein Paket wurde an die Tür geliefert. Wer ruft denn jetzt an? Ich rufe aus dem Wellock an. Hier ist Bill. Wenn du mich kennen würdest, wüsstest du, dass ich akribisch bin. Ich probiere alles aus, bevor ich es verkaufe. Ich brauche nichts Besonderes, nur wilde Kugeln. Du findest sie leicht im Gras. Es gibt nichts umsonst, 70 Kugeln. Junge, danke. Als ob ich das nicht wüsste. Du findest mich in einem Laden südlich der Kreppelfilmkomplex. Ja, Freunde, ich würde sagen, was uns da erwartet. Ein Komplex und was der junge Bill von uns sonst noch möchte und was in dem Paket ist und was das damit zu tun hat, werden wir sehen in einer weiteren Folge hier auf dem Kanal. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.